Wir bleiben in der Mitte hinten, Herr Jung. Frau Merkel, es geht um den Satz im Koalitionsvertrag, dass es keine Waffenlieferungen an direkt Beteiligte im Jemenkrieg gibt. Bislang haben wir seit 1,5 Jahren nicht erfahren von Ihnen, von der Bundesregierung, wer diese direkt Beteiligten sind. Können Sie die uns heute bitte verraten? Ja, Sie können es ja ziemlich gut sehen aus den Berichten über unsere Rüstungsexporte. Wer keine Waffen bekommt, da ist es, glaube ich, relativ erkennbar. Saudi-Arabien, die VAE, das sind die Hauptkriegstreiber dort im Jemenkrieg, an die wird geliefert, Frau Merkel. Ja. Die USA sind dort auch beteiligt, also viele andere. Wie kann das sein? Also wir haben abzuwägen, das haben Sie ja sicherlich auch verfolgt, zwischen der Frage unserer Verlässlichkeit in der europäischen Kooperation mit unseren Partnern bei der Herstellung von Waffen und Rüstungsgütern und der Frage dieses Satzes, den wir ja natürlich national abgeschlossen haben. Wir haben zum Beispiel eine Beteiligung Deutschlands am Bau von Eurofightern in Großbritannien. Großbritannien hat, wie wir, das Ziel, den Jemenkrieg möglichst schnell zu beenden. Aber Großbritannien glaubt, dass man durch die Einhaltung seiner Lieferverpflichtungen mehr Einfluss auf die politischen und diplomatischen Möglichkeiten der Lösung eines solchen Konfliktes hat, als wenn man seine Verträge nicht einhält. Und da gibt es eine unterschiedliche Bewertung. Wie habe ich mehr Einfluss darauf, diesen Krieg möglichst schnell zu beenden? Wir wollen ihn dadurch beenden, dass wir sagen, wir liefern euch in der Zeit auch keine Waffen. Wir können aber auch nicht Großbritannien sozusagen in Geiselhaft von uns nehmen. Und deshalb haben wir uns entschieden, zumindest den Weiterbau der Eurofighter zu ermöglichen, mit der Erwartung, dass trotzdem dann nicht geliefert wird. Aber das können wir nicht rechtlich verbindlich, sondern nur als politische Erwartung diskutieren, werden wir auch weiter mit den Briten bereden. Und ähnliche Fälle haben wir auch mit Frankreich. Und da muss man einfach zwischen Verlässlichkeit zwischen europäischen Partnern und seinem eigenen politischen Ziel auch zum Teil Abwägungen treffen. Thank you.
there is something, something we can do for the power they're abusing.